50 Jahre Frühling, das ist ein sehr erstrebenswerter Gedanke. Die Vespa Primavera schafft dieses Kunststück und ist auch nach einem halben Jahrhundert noch ein sehr attraktiver Roller für die Stadt. Der Modelljahrgang 2018 bringt einige optische Neuerungen. Besonders auffällig ist der Frontscheinwerfer mit LED-Technologie. Vorteil sind eine erhöhte Lichtausbeute und eine auf das Fahrzeugleben ausgelegte Haltbarkeit. Auch das Rücklicht ist mittlerweile in LED-Technologie. Einzig die Blinker bleiben konventionell. Optisch auffällig sind auch die größeren Räder. Die 12 Zoll Felgen sorgen für eine erhöhte Kurvenstabilität und generell für einen verbesserten Fahrkomfort. Fans und Kenner werden auch die veränderte Kontur der Sitzbank feststellen. Die lässt sich jetzt auch per Fernbedienung am Schlüssel öffnen. Durch die Umstellung auf die Abgasnorm Euro 4 wurde die Leistung der Primavera 125 auf 10,7 PS reduziert. Im Alltag fällt dieser geringe Leistungsverlust aber nicht allzu gravierend ins Gewicht. Preislich bleibt die Primavera markentypisch im Premium-Segment. Der Modelljahrgang 2018 startet bei 4.799 Euro und bietet italienischen Rollerfahrspaß nicht nur im Frühling.